Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Partner Point of War, The Great War. Letztes Mal haben wir Österreich-Ungarn vernichtet und damit den eigentlich stärksten Feind. Deutschland hat sich ja leider nach Spanien gerettet, was ein bisschen nervig ist, aber dank unserer, ich sag mal, Spanien-Armee, die sich schon Madrid geschnappt hat und jetzt weiter Richtung Süden marschiert, sollte das alles gar kein Problem sein. Auch die Unterstützung von Frankreich wird vielleicht in 50 Runden irgendwann mal eintreffen. Und ja, ein Problem haben wir noch, und das nennt sich Istanbul. Das sollten wir vielleicht auch noch erobern, was gar nicht so einfach ist. Da es hier in manchen Regionen vielleicht zu Aufständen kommen wird. Zum Beispiel in Athen, im Balkan kam schon dazu. Allerdings hoffe ich, dass wir das Ganze ja zurückschlagen können. Notfalls mit französischer Unterstützung. So hat es eben mit der ersten Verstärkungsarmee auch geklappt. Hier leiden wir ein bisschen Verlust, aber das ist eigentlich auch nicht so schlimm, weil die Armee sowieso nur hier in die Walachei kommt, um dort die politische Lage etwas zu entspannen, damit wir unsere Truppen nach Süden verschieben können und dann Istanbul angreifen können. Gleichzeitig haben wir die russischen Gebiete wieder zurückgegeben. Okay, sie haben quasi nichts getan, haben eigentlich nur dafür gesorgt, dass wir eine Armee hier rüber schicken mussten, um ihnen den Arsch zu retten. Aber ich sag mal, als die Guten in Anführungszeichen, die nur das Ziel hatten, Deutschland zu vernichten, und das haben wir, ist es ja auch irgendwie unsere Pflicht, die Ordnung in Europa wiederherzustellen. Deswegen werde ich, sobald ich Gibraltar eingenommen habe, Madrid auch wieder zurück an Spanien geben und damit quasi das Gleichgewicht wiederherstellen. Eigentlich würde ich noch gern die deutschen Städte alle befreien, außer Berlin, um quasi so eine Besatzung zu simulieren. Aber naja, ich würde sagen, wir können aber auch die Runde beenden, weil Bewegungspunkte haben alle aufgebraucht. Auf jeden Fall, ja, das wäre noch ganz nett. Leider geht es nicht so einfach. Ihr müsst die erst rebellieren lassen und so weiter, aber dann werden sie ja auch nicht mehr unser Protektoriat quasi. Also ich würde am liebsten, wenn das jetzt real wäre, die Deutschen eben dezentralisieren und eben als Protektoriat behandeln. Aber ansonsten das Mächtegleichgewicht in Europa halbwegs wiederherstellen. Allerdings hätte ich zum Beispiel die, ja perfekt, natürlich machen wir das, die Gebiete an Russland nur unter gewissen Verträgen zurückgegeben und so weiter und so fort. Ja, in der Point of Total War leider alles nicht möglich. Hier können wir mal wieder den Italiener abfangen. Machen wir aber unter Tesch, weil der hat eine Armee nur bestehend aus Artillerie, die leider stärker berechnet wird, als sie eigentlich ist. Sehr schön. Was mich auch freut, ist, dass die Rundenberechnung gegen Ende jetzt langsam aber sicher besser wird. Jetzt, die Griechen sind immer noch ziemlich pissig, da kann man vielleicht mal die Steuern rausmachen, wobei wir eigentlich ja kaum Steuern haben. Das bedeutet ja, hier wird es zu einer Rebellion kommen, das ist ziemlich sicher. Also, ja. Wobei hier immer noch etwas, aber ich glaube, das macht, ja, können wir mal reparieren, vielleicht wird es dann besser. Aber in Johnston werden wir versuchen, die Armee hier rüber zu bringen. Das dauert noch ein, zwei Ründchen. Ach, jetzt haben wir wieder einen Soundbug, der ab und zu in meinem Spiel vorkommt. Sollte aber nicht allzu schlimm sein. Die Armee schicken wir auch darüber. Ich hoffe, dass der Russe die Provinzen nicht wieder verliert. Das wäre mich sehr peinlich. Naja, weitergehen müssen wir versuchen, Balkantruppen hier irgendwie loszuwerden, die sich jetzt irgendwo verschanzt haben, was natürlich nicht so toll ist. Aber naja. Hier können wir auf jeden Fall mal Wien ziemlich befestigen. Der Italiener wird auch ziemliche Probleme haben, wie erwähnt. Ich hoffe immer noch, dass sie München angreifen, weil danach können wir München zurückerobern. Der Deutsche schickt die Truppen an uns vorbei. Das hat den Vorteil, dass wir vielleicht in der nächsten Runde den Deutschen ausschalten können, indem wir einfach hier über die Flanke angreifen und Gibraltar vernichten. Die Armee sollte stark genug sein, um sich selber verteidigen zu können. Die brauchen wir, also die Armee brauchen wir im Endeffekt bloß noch, um das Gefecht vielleicht dann sogar auswürfen lassen zu können. Okay, das bedeutet, der Feind hat im Endeffekt bloß noch zwei Provinzen, danach müssen wir noch irgendwie einen Frieden mit Italien aushandeln. Aber das sollte eigentlich alles ganz schnell funktionieren. Notfalls haben wir immer noch unsere Notfallarmee. Ja, wo sind wir denn da? Ja, egal. Ja, notfalls haben wir unsere Notfallarmee, die noch Richtung Gibraltar geschifft wird, quasi. Und ja, übrigens vielleicht noch ein paar Sachen. Es sind ja jetzt Ferien, ich habe nichts zu tun. Bedeutet, ich werde sehr, sehr, sehr viele Videos machen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Und ja, ich guck mal gucken, vielleicht mache ich auch mal wieder ein Lamante del Empire Let's Play. Das ist, ja, bekanntlich ein bisschen schwerer. So. Nein, Deutschland, mit Geld bekommst du mich jetzt nicht mehr in einen Frieden gezwungen. Weil ich würde sagen, jetzt ist dann gleich vorbei. Okay, wir haben noch Rebellen in Griechenland, aber damit kann ich leben.
werden einfach hier jetzt den Sturmangriff wagen, solange die Truppen hier oben noch rumstehen. Also wir können es uns nicht leisten, das Ganze hier zu belagern. Ja, das ist eigentlich die finale Schlacht gegen Deutschland, aber wir haben so viele Schlachten schon geschlagen. Inzwischen ist einfach nur noch wichtig, die Provinzen zu erobern. Und wir haben Gibraltar erobert und damit Deutschland vernichtet. Nation destroyed. German Empire. This nation has been destroyed. Its home region having fallen into enemy's hand. Once great nation will become nothing more than a footnote in history. Ich würde es einmal fehlerfrei vorlesen, aber ich schaff's nie. Ist egal, Gibraltar gehört uns, bedeutet wir können Spanien zurückgeben an den Spanier. Madrid zurückgeben an den Spanier, aber die Provinz heißt tatsächlich Spanien, deswegen gehen wir tatsächlich Spanien zurück an den Spanier. Die haben keine Technologien, die wir haben wollen. Was können wir denn machen? Trade Embargo. Break Alliance mit nein. Was können wir denn? Ja, komm, nehmen wir halt Military Access. Demand. So, im Endeffekt schenke ich es denen, aber habe ich denen jetzt noch eine Technologie dazugegeben? Egal. Auf jeden Fall Madrid ist wieder spanisch. Wir haben da Militärzugang, aber bedeutet, also das ist jetzt scheißegal fürs Spiel, aber ihr wisst ja, ich will das ja so ein bisschen realistisch auslegen, dass sie quasi jederzeit unsere Truppen da durchbewegen können, wie wir wollen. Und ja. Okay, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Feind, den niemand so wirklich auf dem Schirm hatte. Und zwar die Osmanen. So. Brauchen noch ein paar Trüppchen, vielleicht eine Kavallerieeinheit darüber. Sehr schön. Dann würde ich sagen, in zwei Runden fällt Istanbul. Dann müssen wir eigentlich nur noch Italien in einen Frieden zwingen. Das können wir dann machen, indem wir den Venetien zurückgeben. Und ja, Danzig hätte ich auch noch relativ gern wieder, aber ja, was soll's. Magdeburg, da haben wir jetzt nichts erforscht. Ist natürlich sehr schade. Aber es geht weiter. Ihr erwähnt, ich werde euch danach den Safe-Stand zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr vielleicht noch die ganze Welt erobern. Das wäre jetzt natürlich noch sehr interessant, zum Beispiel Frankreich zu erobern. Aber das Projekt neigt sich ja auch schon langsam dem Ende zu und dann wird auch Platz für ein neues. Aber ja, ich wollte sowieso noch ein kleines Special machen, das habe ich jetzt nie gemacht. Und zwar habe ich noch meinen Safe-Stand von Deutschland und da wollte ich euch eigentlich zeigen, wie man eine Revolution auslöst, um quasi die schwarz-rot-goldenen Flaggen zu bekommen. Und warte, was... German Empire wird, bleibt mal German Empire, ich weiß es nicht, ich glaube man ändert auch seinen Namen und natürlich man wird zu einer Demokratie etc. Also die meisten wissen wie das funktioniert, aber halt nicht alle, deswegen würde ich da noch ein kleines Special zu machen. So, Test Override und zack. Ja, ja, die Italiener waren ziemlich bedrängt und da sind tatsächlich die Griechen. Ach, sehr schön, das wäre auch noch ganz nett, wenn wir das auswürfen lassen könnten. Sehr schön, die Rebellen. Taktischer Rückzug aus keine Ahnung was für Gebieten, aber naja, werden jetzt erstmal Istanbul erobern. Ja, die Franzosen, naja, peaceful occupy. Okay, jetzt nochmal. Nation destroyed. Ottoman Empire. This nation has been destroyed. Its home region having fallen into enemy hand. A once great nation will become nothing more than a footnote in history. Nur ist diesmal die Hintergrundmusik nicht so episch, verdammt. Aber ja, auch sehr interessant. Die Osmanen, nerviges Volk, wirklich. Sind mir wahrscheinlich stärker auf den Sack gegangen als die Deutschen. Weil wir die Deutschen wirklich geblitzkriegt haben. Also das muss auch erstmal einer nachmachen. Natürlich werden hier die Steuern erstmal, ja, ich sag mal, weggelassen. Versuchen wir jetzt die restlichen Rebellen noch zu vernichten. So, auf Wiedersehen. Das bedeutet, im Balkan sollten jetzt die Menschen auch zufrieden sein, trotz Steuern. Sehr schön. Bedeutet, wir werden jetzt versuchen, zum einen auf politischem Weg mal für Ruhe zu sorgen hier im Reich. Bedeutet, wir werden einfach alle Regionen, die irgendwo jetzt gerade ein bisschen rebellieren, mal versuchen zu beruhigen. So, die kommen angreifen, weil die Gegner uns quasi nicht umgehen können. So, nächste Runde, beziehungsweise jetzt können wir auch noch die angreifen. Beziehungsweise nächste Runde dann auch vernichten. Vielleicht können wir es auch, wenn wir das weglassen. Okay, dann müssen wir die komplette Artillerie weglassen, aber es glaube ich gehen.
Nein, nicht einmal. Ah, doch, hier. Aber nicht einmal dann offensichtlich. Was ist denn das für eine Armee? Besteht die hauptsächlich aus Schützen? Dann können wir vielleicht ja tatsächlich versuchen, mit der Infanterie und vielleicht noch gegebenenfalls der Artillerie und dem Mörser und der Kavallerie und der Artillerie. Okay, die ist zu langsam. Die Artillerie können wir aber tatsächlich auch noch mitnehmen. Das MG auch sehr schön. General nehmen wir sowieso mit. Können wir die griechischen Rebellen vernichten? Okay, und vielleicht kriegen wir die Kavallerie. Nein, kriegen wir nicht. Vielleicht kriegen wir den General. Nein, den kriegen wir auch nicht rein. Schade, aber Griechenland wird dann demnächst auch ja, ein bisschen friedlicher werden hier. Wenn wir alles ein bisschen, ja, langsamer angehen. Jetzt müssen wir uns bloß um den Italiener kümmern. Und dann wäre im Endeffekt der Erste Weltkrieg beendet. Und zwar schon March, also März 1918. Bedeutet, jetzt wird diplomatisches Geschick gefragt. Wir können aber auch noch handeln. Gehen wir den. Ah, okay, die handeln schon mit uns. Gut, ich habe es jetzt nicht gelesen. Ich habe nur gedacht, die hätten es nicht angenommen, weil sie ja unfriendly sind. Naja, unser einzigster Feind sind die Italiener. Leute, mit denen werden wir Frieden schließen. Ja, mal sehen. Wir müssen halt wirklich schauen. Request Peace. So. Request Alliance. Request Peace Ding. Technology. Oh, okay, wollen sie nichts. Dann Region kriegen sie ihr Nezia zurück. Und dann Payment. Ne, Geld kriegen die nicht, aber ich will eine Technologie und zwar Early Tanks. Okay, sie wollen es nicht haben. Machen wir es mal so, wir drohen denen jetzt quasi. Perfekt, ich habe noch niemandem gedroht und es hat funktioniert. Aber es hat tatsächlich funktioniert, weil unsere Macht ist halt unglaublich. Also extrem stark, seine aber auch. Okay, damit ist der Erste Weltkrieg beendet. Und wir haben Venetien sogar noch behalten. Sehr schön. Okay, ich meine, das ist jetzt für uns ein viel, viel größerer Vorteil. Jetzt müssen wir aber noch schauen, damit wirklich Frieden in Europa herrscht. Niemand mehr mit irgendwem im Krieg ist. Bedeutet, wir müssen. Ja, ich glaube, wir können das leider nicht ändern. Hier, Joining Wars, gegen Italy, das geht nicht. Ja, die werden jetzt halt noch Krieg führen, aber das ist ja. Naja. England ist aus dem Krieg draußen, so. Die können jetzt noch machen, was sie wollen. Der Part ist jetzt unglaublich kurz. Ich hätte vielleicht auch noch irgendeine Schlacht schlagen sollen. Wir werden jetzt noch eine Runde durchlaufen lassen oder zwei. Einfach, dass es überall halbwegs zufrieden also läuft überall. Ja, die Spanier haben ihr Madrid zurück. So, Joining War gegen Italy. Die wollen mir Inseln geben, dafür, dass ich gegen Italien Krieg trete. Ach komm, dann vernichten wir eben auch noch den Italiener in diesem Part. Warum denn auch nicht? Dann kommt der eben noch weg, wenn er Ärger macht. So. Welche Provinz haben wir eigentlich bekommen? Ich muss den Technologien geben, aber es sind ja unsere Verbündeten. Also, ich meine, ich habe denen ihre Hauptstadt zurückgegeben. Die müssen mich lieben. In dem Fall werden wir eben doch noch Italien vernichten. Dann wird, wie erwähnt, der Part vielleicht ein bisschen länger. Ist nicht so schlimm. Ja, Russland, die haben jetzt ihren Frieden und die haben auch nur noch einen einzigen Feind und zwar uns. Ich glaube, eine viel größere Front könnte man gar nicht haben, wenn jetzt Russland uns den Krieg erklärt. Leck mich am Arsch, wäre jetzt witzig. Aber das werden sie nicht tun. Warte, habe ich gerade eben gesagt, das werden sie nicht tun und dann haben sie die. Also, warte, sind die nicht mit mir verbündet oder wie? Die kriegen von mir auch ruhig ein paar Technologien, so ist nicht. So. Okay. Wollen ja nicht, dass die einzigste Art, Frieden zu bewahren in Europa, die ist, alle Nationen auszulöschen. Hier wird es noch zu Rebellen kommen. Das ist aber kein Problem. Wir haben hier noch Armeen, die sich genau darum kümmern, wenn es passieren sollte. So, jetzt haben wir ja hier noch eine Riesenarmee in Wien. So, das bedeutet, wir werden gegen Italien auch noch vorrücken. Okay, dann. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ganz Italien, ich weiß nicht, ob Italien nicht so. Ach, da habe ich die Provinz bekommen. Die bringt mir wahrscheinlich relativ wenig. Da ist ein Krieg gegen Italien, wahrscheinlich verheerender, aber. Ach, die Armee, die wir jetzt da unten haben. Ach,
Sehr schön, wir haben ja Truppen in Spanien. Sehr schön, da können wir ja in Süditalien einfach landen. Das wäre doch mal eine gute Idee. Wir vielleicht doch noch zwei Parts machen, weil dann beenden wir das Projekt nicht heute, sondern halt diese Woche. Wir sind da schon so eine ziemliche Batzen mitten in Europa. Wenn man überlegt, dass wir um fast jede Provinz, außer jetzt halt gegen Ende, aber wirklich um fast jede Provinz extrem kämpfen mussten, dann doch schon eine Leistung. Ich hoffe, dass die Franzosen jetzt nicht mehr so lange brauchen für die Rundenberechnung, wie sie es mal getan haben. Wäre nicht so toll. Aber ja. Mal schauen. Vielleicht können die auch helfen irgendwie gegen. Ja, Franzosen gegen Italiener, das wäre mal ganz nett. Aber ich meine, die führen seit irgendwie Anfang an Krieg. Und naja. Spanier haben anscheinend ein echtes Problem mit Italien, sonst hätten sie uns die Provinz nicht angeboten. Man kann halt leider niemanden in Frieden zwingen. Scheiß Problem. Sonst hätte ich Frankreich einfach ganz viel Geld gegeben und Spanien auch. Na, Problem ist ja einfach nur, dass dieser Krieg, dieser Mod einfach immer so ausbricht, dass eine Fraktion mit der anderen im Krieg ist und die ziehen dann quasi alle anderen rein. Es kommt immer zu einem großen Krieg. Egal, was man macht, man müsste also in Europa den Zustand erschaffen, dass niemand gegen den anderen Krieg führt. Dann würde es in dieser Mod wirklich zu einem Frieden kommen. Aber das wird es wahrscheinlich nie. Naja, habe ich schon erwähnt, dass ihr mir Vorschläge machen könnt, was ich Let's Playen könnte. Auch in Richtung Total War. Vielleicht mache ich da sogar ein extra Infovideo. Ja, genau, ich mache da einfach ein extra Infovideo zu. Aber ihr könnt es ja auch reinschreiben. Also, selbst wenn jetzt 90% der Leute sagen, ich soll irgendwas machen. Boah, okay, die Russen, die machen Ärger. Aber wir haben hier unten eine Flotte, das ist sehr gut. Die Armee, die da drauf ist, jetzt, naja. Aber wir haben hier noch gute Artillerie. So. Okay, es bedeutet, wir werden erstmal. So. Dann kommt ihr noch raus. Dann ziehen wir da noch einen General rein. Haben wir tatsächlich keinen. Also ziehen wir den da rein. Zack. Wir tauschen den General gegen eine normale Einheit. So. Noch ein bisschen mehr Artillerie, aber. Warte mal. Die Armee sieht eigentlich ganz ausgewogen aus. 5 Einheiten Artillerie sollten reichen. Suchen wir einfach mal hier die Inseln zu erobern, quasi. Sehr schön. Bräuchten aber echt eine zweite Flotte. Dann könnten wir da wirklich ziemlich schnell ziemlich viele Truppen rumchauffieren. Boah, das ist die Armee des Todes, ich sag's euch. Okay, die meisten Armeen sind Armeen des Todes. Ihr wisst, das ist aber jetzt eher so ein Ausdruck. Im Sinne von, da gibt's richtig Ärger, wenn wir da was. Und damit irgendwo einmarschieren. Wir haben übrigens Flugzeuge, das ist sehr interessant. Natürlich friedlich, hier steht Riot, der Aufstand. Quasi kurz bevor. Aber es ist egal. Ich habe echt nur Angst vor Russland, dass die quasi hier da Provinzen haben wollen. Wenn denen einfach immer irgendwas geben, dass Frieden bleibt. So, aber ich denke, wir müssen einfach schauen, dass wir die Flotten so schnell wie möglich darüber bekommen. Aber ich habe deswegen ich auch unbedingt Zugang zu Spanien brauche, ist klar, weil es hätte sein können, dass quasi unsere Armeen nach Frankreich verschoben werden, anstatt nach Gibraltar, und hätte ich die jetzt ewig lang rumschicken müssen. Okay, dann hätte ich vielleicht Italien tatsächlich von drei Seiten angreifen können. Das wäre dann natürlich auch nicht schlecht gewesen, aber naja. Ehrlich gesagt, echt Angst vor Russland, weil die haben ihre Armeen halt bei mir in, ja, einfach genau in der Region. Das ist halt schlecht. Das müsste ich irgendwie canceln, aber ich weiß gar nicht, ob wir das unendlich haben, aber wahrscheinlich, das wäre halt problematisch. Weil eine neue Front gegen Russland, naja, wäre nicht so toll.
Aber die Rundenberechnung ging von Frankreich dort auch wieder relativ lang. Wenn es jetzt die nächsten Change-Sekunden nicht besser wird, dann mache ich, glaube ich, auch nochmal einen kleinen Cut. Aber ich denke, wir haben das Größte schon hinter uns. Aber naja, dann. Alles, ja, komm, mach mal einfach kurz einen kleinen Cut. Dann sehen wir uns wahrscheinlich in 10 Sekunden wieder. Also dann bis gleich. So, also es hat jetzt 30 Sekunden ungefähr gedauert. Jetzt sind die Italiener dran. Und schon ist fertig, seht ihr. Rebellion, das habe ich mir gedacht. Was können wir denn mit der Armee hier machen? Da könnte man Richtung Tirol vorrücken. Oder einfach darüber, schlicht und ergreifend. Warum jetzt die Armee hier sich nicht bewegen kann, ist ein bisschen fraglich. Aber okay. Müssen auf jeden Fall schnell unsere Flotte darüber bringen. Zwei Runden, alles soweit. Okay, dann, mit Russland sind wir noch at peace. Ist wichtig. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich nichts zu tun. Ach doch, da unten haben wir Rebellen. Es wird witzig, die niederzuschlagen. So. Auf Wiedersehen. Sehr schön. Und nehmen wir noch die Armee, weil die einfach viel schlagkräftiger ist. Es war klar, dass der Feind flieht. So, okay. Die Armee lassen wir mal da drin, dass es da keine Rebellen gibt. Und dann geht es auch zur nächsten Rundenberechnung, die wahrscheinlich wieder eine Weile dauern wird. Deswegen machen wir hier einfach gleich so, dass wir einfach kurz warten. Ich gebe den Franzosen 5 Sekunden. Vielleicht geht es ja diesmal schneller. Okay, tut es nicht. Also, dann sehen wir uns auch wieder nach dem Cut. Also, dann bis gleich. So, wir sind wieder da. Es gibt einen Kampf gegen die Osmanen, den wir auswürfeln lassen werden. So. Das hätten sie vielleicht nicht machen sollen. Jetzt bin ich nämlich sauer. Jetzt werden wir halt jedes Mal nach der Rundenberechnung sehr viele Flugzeuge wegklicken müssen. Aber naja. So, jetzt können sie nicht mehr fliehen. Jetzt sind die Rebellen niedergeschlagen. Und jetzt können wir dann auch unsere Truppen wieder da reinschicken. Während wir die hier rausschicken. So, und jetzt ist da auch Ruhe. Sehr schön. Also schauen wir uns mal an, wie es politisch aussieht. Sehr schön. Also ich meine jetzt hier unten. Balkan ist ein bisschen ungemütlich, aber ansonsten sind doch alle ganz glücklich. Können jetzt hier landen, um Sardinien einzunehmen. Zumindest nächste Runde. Die Flotte schickt man zurück. Wir holen dann nochmal eine Armee hier ab. Den rücken wir jetzt einfach weiter vor. So, dann werden wir das und das Test abspeichern. Sehr schön. So. Mit dem machen wir jetzt quasi hier so einen Zwischenstopp. Und ja. Jetzt hier irgendwas auszubauen wäre irgendwie sinnlos, aber. Naja, vielleicht können wir hier noch Truppen rekrutieren. Ja, können wir sogar. Rekrutieren wir hier noch Einheiten. Ja, jetzt geht es zur nächsten Rundenberechnung. Vielleicht in 2 Runden sind wir dann sogar in Rom. Nächste Runde nehmen wir schon. Na, was war es denn? Sardinien, oder? Naja, auf jeden Fall mache ich jetzt wieder einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin wieder da und die Franzosen. Naja, Alliance Broken halt. Ja, ich mag jetzt irgendwie keiner mehr. Deswegen war es halt eigentlich auch ein Anliegen von mir, hinzugehen und manche Provinzen nur zu befreien. Werden jetzt einfach versuchen. So, das speichern wir mal kurz unter Test ab. Sollte aber eigentlich ganz gut funktionieren. So. Victory. Peaceful Occupy. So, wenn wir die jetzt dann noch nachschicken, dann wird es eigentlich, sollte es ganz gut werden. Also die Italiener haben wir also quasi besiegt.
Dann, ja, können wir hier noch was ausbauen. Können wir die Armee auch mal rausschicken. Die da rein. Können wir da gegen marschieren, gegen Northern Italy. Es sind zum Glück nicht so viele Provinzen. Ah, da fällt mir, wir sollten die Armee vielleicht doch. Naja, mit denen können wir ja wenig anfangen. Können vielleicht da die Truppen. Ah, die können wir. Ja, die haben da halt noch eine riesen Armee. Oder wir werden hier die Armee da auf der Insel komplett vernichten. So, wir werden die Flotte hier lassen. Weil wir die Armee quasi weiter transportieren werden. Wir werden jetzt einfach dann dafür sorgen, dass wir gleich mit niemandem mehr im Krieg sind. Wir nehmen jetzt, keine Ahnung, noch ein paar, ja, Provinzen nehmen wir uns noch vom Italiener weg. Um unsere Macht zu sichern. Leider kann ich den nicht in Protektoriat reinzwingen. So, der Russe, mal sehen, ob er uns einen Krieg erklärt. Nee, tut er nicht. So, das schauen wir jetzt mal, ob wir es auswürfeln lassen können. Werden wir wahrscheinlich nicht tun können. Dachte ich mir. Deswegen werden wir den Test laden und werden schlicht und ergreifend uns da zurückziehen. Wenn wir dann eben mit der anderen Armee angreifen, bald wir uns wieder, ja, erholt haben. Ah, okay. Können wir nichts. Bedeutet, es gibt jetzt tatsächlich eine Schlacht um Rom. Und sie haben einen scheiß Panzer. Das wird witzig, aber sie haben. Ah, das wird eine eklige Schlacht, meine Freunde. Da haben wir vielleicht ein bisschen voreilig reagiert. Aber wir haben mehr Infanterie, das ist wichtig. Und die Gegner, wenn sie sich nur nahe genug aufstellen, können von uns überrannt werden. Was sie wahrscheinlich nicht tun werden, weil sie die Artillerie extrem weit hinten aufstellen. Aber, ja, wenn wir Angreifer werden, ist das bedeutend besser. Selbst wenn wir verlieren, wir haben danach eine riesen Armee, der wir das Ganze einnehmen können. So. Ja, mehr als genug Infanterie auf jeden Fall. Dann noch die Mörser. Jetzt haben wir hier noch eine Einheit. Haben wir jetzt die kompletten Coldstream-Einheiten vergessen. Ist natürlich nervig, weil die brauchen wir tatsächlich. Bedeutet, wir machen das jetzt so und nehmen noch die Coldstream-Einheiten zu. Ich hatte drei in Erinnerung. Ja, da links ist noch eine. So. So, jetzt aber. So, es ist natürlich die feindliche Artillerie ziemlich effizient, aber was soll's? General, stellen wir hier hinten auf. So, nehmen einfach mal die komplette Reihe hier, markieren die. Also ich meine, wir sind Verteidiger, wir bunkern uns jetzt quasi hier einfach ein. Warten, bis die Gegner auf uns drauf marschieren. Versuchen mit unserer Artillerie irgendwas anzugreifen, was wir halt angreifen können. Was leider nicht viel ist, aber naja. Egal, wir schießen jetzt einfach irgendwo hin. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. Die treffen tatsächlich einen General, das ist natürlich schlecht. Ah ne, sie treffen ihn nicht wirklich gut. Außer sie zerstören natürlich das Gebäude, danach treffen sie ihn besser. Dann schicken wir den General eben auf Reisen. Feinde bewegen sich auf uns zu, so ist ja nicht. Die Infanterie rückt vor vom Feind. Wenn nur halt aufs Übelste von Artillerie zerschossen, das interessiert uns aber relativ wenig. Solange die Front mit der Infanterie an allen Seiten hält. Ich denke auch nicht, dass die Italiener irgendwie da durchrücken werden. Also, ja, ihr seht schon, es bricht eigentlich überall, wo sie vorrücken. Und auch wenn an irgendeiner Front, sag ich mal, beziehungsweise an irgendeiner Flanke die Gegner mal weg sind, also links, also unten oder oben, je nachdem. Wenn wir versuchen, dann den Feind rechtlich zu vernichten. Den General schicken wir mal wieder hier auf Reisen. Scharfschützen, das sind nur so ein bisschen eklige Sachen. Wichtig ist aber, dass wir den Tank hier vernichten.
Ne, hier drüben an der Flanke, da... Ja, eine Flanke anzugreifen ist natürlich eine gute Idee vom Feind, weil da kann schon von hier niemand mehr Feind angreifen, aber es ist ja eigentlich, ja... Egal, die werden so oder so zerschossen. Wenn sie jetzt hier vielleicht durchkommen. Die Kollegen hier schießen einfach unentwegt drauf. Dann werden die es auch nicht lang durchhalten. So, das Problem ist halt, dass sie teilweise auf die falschen Einheiten schießen, aber die schießen halt so gefächert, dass im Endeffekt trotzdem alles getroffen wird. Kommt jetzt nochmal ein Sturm an Infanterie. Scheint ein absoluter Grabenkrieg und im Endeffekt, ja, macht es der Feind nicht lang mit. Die Artillerie schießt auf den Panzer in der Hoffnung, dass es ja ganz gut endet. Ja, da haben wir keine Anti-Tank-Einheiten. So. In der Flanke müssen wir uns halt ein bisschen Sorgen machen. Wenn die Einheit hier gleich weg ist, dann können wir hier quasi so ein Anti-Italien. Ja, hier Anti-Italiener. Na, ihr wisst, was ich meine. Wie komme ich jetzt auf Italiener? Ich meine, die Flanke. Die Italiener, die über die Flanke kommen. So, es sind Ferien. Dieser Kampf ist nicht fast vorbei. Die Gegner sind total am Arsch. Die haben quasi nichts mehr. Außer ein Panzer, bei dem ich noch nicht weiß, wie wir ihn besiegen. Aber ansonsten hat der Gegner wirklich nichts mehr. So, machen wir das. Und mit denen hier werden wir irgendwie den Panzer vernichten. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Vielleicht hilft es ja, dass man unter Artilleriefeuer stellen. So, das Problem ist natürlich, dass der Feind da oben noch Unmengen an Ding hat. An Infanterie und Verstärkung. Ich habe jetzt nicht direkt ein Problem. Also doch, eigentlich schon, aber... Wir vernichten jetzt quasi die Artillerie und danach ziehen wir uns in unsere Stellung wieder zurück. Also die Artillerie plus den General, was irgendwie so ziemlich selbe ist, deswegen, ja. Warum nicht... Ah gut, okay, die Artillerie zeigt irgendwann mal Wirkung. Auch wenn sehr langsam. Ich glaube, wir ändern jetzt auch einfach den Plan. So. Chargen die jetzt einfach im Nahkampf. Das funktioniert eigentlich bei Artillerie immer am besten. Wichtig ist halt, dass alle Einheiten im Nahkampf chargen und die, was nicht tun, die gehen jetzt bitte wieder zurück. Ihre Stellung. Und schon die vier Mann könnte jetzt auch noch vernichten. Ich hätte mich gern einen toten feindlichen General. Das wäre mir dann doch sehr wichtig. Okay, der ist anscheinend hinüber. Puh, ja, ich werde krank. Ich hoffe aber, dass es besser wird mit der Zeit. Schlechter werden würde, hätte ich ein Problem im Aufnehmen und so. So, den Nahkampf müssen wir auf jeden Fall rausnehmen, aber die Einheiten ziehen wir jetzt zurück. Weil die feindliche Verstärkung uns ja quasi angreifen muss, aber die hat keine Artillerie. Bedeutet, ja. Den Tank, den beschießen wir jetzt halt noch eine Weile. Und unter Artilleriefeuer ist das natürlich auch nicht schlecht, nur leider bringt unsere Artillerie nicht wirklich viel, aber wir können ja mal mit beiden ja, Einheiten draufschießen, sobald er eben in Reichweite kommt. Ich bin mal gespannt. Ja, die dürfen sich gleich ausruhen im Graben und dürfen dann auf den Feind warten.
Oh, mich wundert's. Wow. Das war jetzt schnell. Wundert's echt, dass der noch lebt. Ich meine, selbst ein echter Panzer müsste da jetzt irgendwann mal kapitulieren. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Da ist ja offensichtlich einer gestorben, irgendwie durch Zufall. Da kriegen wir noch einen zweiten durch Zufall weg. Ja, die Dinger, ich weiß halt nicht, wie man die vernichten will. Die haben halt einfach überall Geschütze. Sind ja so konstruiert, dass sie quasi über die Schützengräben fahren können. Im Endeffekt waren es einfach nur MGs, die mit Blech ummantelt wurden und auf Traktor gestülpt wurden, so in der Richtung. Sehr schön, wir haben nochmal einen getroffen. Dauert wahrscheinlich jetzt nochmal 20 Jahre. Bis. So ein Panzer müsste ich eigentlich als General nehmen. Könnte eigentlich fast nichts passieren. Wir sind Verteidiger, das bedeutet, der Feind muss uns angreifen. Das bedeutet, wir müssen im Endeffekt nichts tun. Und der Tank ist zerstört. Sehr schön. And Battle Heroic Victory. Wunderbar. Haben auch nochmal einen Panzer zerstört in der Kampagne. Kam ja sonst nichts Richtung vor. Okay, wir haben natürlich auch Männer verloren, aber wir hatten einfach mehr. Er hatte halt im Endeffekt zwar die besseren, aber es hat ihm jetzt nichts gebracht. Ganzen Flugzeugchen. Technologie Advance. Okay. So. Test. Eroberung von Rom. Okay, dann würde ich mal sagen, können wir noch mit der Armee hier vorrücken. Die Armee auf das Schiffchen hier bringen. Damit noch Silizien. Ja, nehmen wir mal. Ja, komm, nehmen wir das hier. Dann können wir nämlich die Armee sich hier einmal ausruhen lassen. Ach komm. Die haben da so wenig Truppen. Machen einfach den hier. Dashed. Sehr schön, Victory, wobei ich damit jetzt echt nicht gerechnet habe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eigentlich gedacht, es geht in die Hose. Nur ganz froh, dass es so jetzt ist, wie es jetzt ist. So, dann können wir uns nämlich Italien Stück für Stück auch noch holen. Und ja. Dann ist also quasi der Süden jetzt clear, außer hier Sizilien. Ja, Mann. So, die Franzosen, wenn sie uns jetzt nicht einen Krieg erklären, wäre das sehr nett. Genauso wie die Russen. Wäre jetzt halt wirklich nervig. So, das sollte natürlich eigentlich gar kein Problem werden, weil unsere Artillerie viel, viel stärker ist. Oh, verdammt, der hat da noch eine riesen Armee. Da habe ich wohl was verpennt. Naja. Wir können da vielleicht noch ein paar Einheiten rüberziehen. Die quasi austauschen mit den Einheiten, die da drin sind, zumal da echt beschissene Einheiten drin sind. So. Die können sogar wieder zurücklaufen. Sehr schön. Wird es natürlich zu Aufständen kommen. Ach nein, wird es wahrscheinlich nicht mal. Sehr schön. Ja, die haben was mit Happiness, das ist ja sehr schön. Okay, dann geht's weiter. Wie erwähnt, der Part wird sehr lang. Aber wir wollen halt Italien zumindest in einen Frieden zwingen. Ja, komm, versuchen wir jetzt dann den Krieg zu beenden, weil wir sind ja mit eh niemandem mehr verbündet. So, Frieden gegen Italien. Der taktische Rückzug unsererseits, zum Teil taktischer Rückzug seinerseits. Rom können wir halten. Ja, ich denke, das englische Empire ist groß genug. Ich habe das ja damals mit Deutschland ausgemacht, dass ich gesagt habe, so, jetzt ist Let's Play zu Ende. Alles, was jetzt noch kommt, ist, ich sag mal,
auf freiwilliger Basis. Und ich glaube, so würden wir es auch machen. Das Let's Play war zu Ende, als wir die Osmanen vernichtet haben. Die Italiener, die wollen ja uns nichts Böses eigentlich. Die haben halt Krieg mit unseren Verbündeten, aber jetzt im Endeffekt auch nur noch mit Spanien. Bedeutet, ja, da müssen wir jetzt eigentlich nur noch immer ablehnen quasi. Also eigentlich ist der Krieg gewonnen. Wir halten Rom. Können wir noch eine Runde durchlaufen lassen, aber wir halten Rom. Was will man mehr? Wir haben so gut wie jede wichtige Stadt. Wir halten komplett Mitteleuropa. Wir haben in Westeuropa den Frieden quasi gebracht. Wir haben in Deutschland alles besetzt, was man so besetzen kann. Ja. Leute sind halt ein bisschen sauer, aber das hat sich jetzt auch schon wieder erledigt. Also ich denke, wir können das jetzt hier so abschließen. Ich bin eigentlich zufrieden. Wenn ihr wollt, dass ich die Italiener noch vollends vernichte, dann mache ich das, ich sag mal, außer Let's Playlich im Sinne von, ich mache dann noch ein extra Video zu, aber das zählt dann nicht unbedingt zum Let's Play, wird zwar in der Playlist angehangen, aber hat dann, ja, so habe ich ja damals gemacht, war das Let's Play zu Ende und habe ich nochmal 5 Parts gemacht, wo ich halt die Welt erobert habe. In dem Fall wäre die Welt halt Italien. Ansonsten sind meine Ziele erreicht und meine nächsten Ziele werden sich dann in irgendeinem anderen Projekt fortsetzen. Ja, ich nehme an, ich werde auf jeden Fall in den Ferien noch die paar Provinzen beenden, aber einfach, dass das Let's Play, ich sag mal, jetzt mal ein Ende findet, weil sonst findet es wahrscheinlich keins. Kann ja sein, dass der Russe uns jetzt noch einen Krieg erklärt und so weiter und so fort. Das ist jetzt aber alles nicht mehr so furchtbar interessant, weil wir so oder so jeder Nation so stark überlegen sind. Und ich denke, neues Projekt wäre auf jeden Fall auch angebrachter. Ich wollte ja einfach nur, dass England im Frieden ist und England ist mit keiner Nation im Krieg, hat Protektoriate, handelt mit der halben Welt. Vielleicht können wir mit Frankreich wieder ein Bündnis aushandeln. Vielleicht können wir mit Frankreich auch wieder ein Bündnis aushandeln? Nee, können wir nicht. Schade. Komm. Mach mal einfach mal folgendes. So. Zack. Seht ihr. Schon sind wir wieder friendly. Und ja, dann war es das jetzt eigentlich soweit. Ah, Niederlande, mit denen können wir noch handeln. So, okay, jetzt war es das aber wirklich. Dann hoffe ich, dass das Projekt euch gefallen hat. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Mit England war jetzt, okay, es ist keine schwere Nation, aber mal auf sehr schwer zu spielen. Ist natürlich auch für mich quasi das erste Mal hier in einem Total War spielen und seht euch die Schlacht an. Gerade am Anfang war es manchmal sehr schwer. Später konnte man relativ viel auswürfen lassen, aber das muss man auch, weil sonst kommt man ja nicht voran. Aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf das nächste Total War Projekt. Jetzt kommt aber erstmal sehr viel Rouge. Das haben ja viele gefordert. Und ja, da war es soweit von mir. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Und dann war es das von mir. Ihr wisst, mir fällt es immer furchtbar schwer, aber ich will euch jetzt auch keine 10-minütigen Vorträge mehr halten. Deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.